Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu meinem ganz persönlichen Jahresrückblick 2019. Am 4.12.2018 habe ich den Kanal gegründet oder erstellt und am 4.1. ging dann auch das erste Video live. Kommen wir auch gleich zum ersten Video und ja, hatte ich fast vergessen, mit im Studio sind der Professor und Linda. Schön, dass ihr da seid. Hallo, bonjour, es ist dir sehr angenehm, Thailand. So, aber nun zum ersten Video. Yo, moin moin und willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video überhaupt. Natürlich mit Fortnite, wie soll das anders sein? Das Spiel zocke ich jetzt seit 2 Monaten. Ich habe es mir, glaube ich, am 24.10. runtergeladen, installiert. Am 24.10.2018. Ja, ruhiger, weil ich noch Destiny 2 gespielt habe, hauptsächlich. Was will ich mit 10 AP? Naja gut, scheint keiner weiter da zu sein, da suchen wir mal, okay, da unten waren Schritte zu hören und wieder zurück. Was soll ich machen? Ich finde jetzt eh nichts. Rein in den Kampf, alles drauf. Und das Video habe ich am 4.1.2019 hochgeladen auf YouTube. Den Kanal habe ich am 4.12. erstellt, hat also noch einen ganzen Monat gedauert, bis ich endlich das erste Video ja abgeliefert habe. Ich bin so blöd für YouTube und Twitch. Drum nennt mich Lilo und Stitch. Du bist auch noch dran, kleiner Mann. Oh! Bleiben wir bei Fortnite und im nächsten Video hatte ich leider nicht mal alle Tassen im Schrank. Ich sang und reimte. Linda, was sagst du dazu? Das war cool. Das war sehr schön und cool. Ich hab gelacht. Linda findet's cool. Die Bullen sind hinter mir her, doch das juckt mich schon lange nicht mehr. Maschinengewehr-Kill, bitte, da war er doch. Ich habe gelacht. Oh, bam! Nein, bam! Nein! Nein! Da ist er wieder, der durch die Wände schießen kann. Wer schießt denn hier noch? Oh. Der hat sich's bequem gemacht im Sitze. Den Geschützturm in der Ritze. Schön zu sehen war auch mein erstes Layout für Twitch. Mein Overlay, naja, okay. War der erste Versuch. So, angestachelt vom Riesenerfolg bis dahin, den ich da erreicht hatte, versuchte ich mich nun als Let's Player und Geschichtenerzähler. Somit sind wir beim nächsten Video. Was hab ich getan? Ich hab am scheiß Radio rumgespielt. Das wollte ich doch nicht. Was soll ich tun? Du bist die Nächste, denkt er sich. Sie, genau. Man ist höflich zu Zombies. Was? Halbe Hälften. Ja. Na klar, Baby, alles klar. Es folgten dann erste Gehversuche in Escape from Tarkov und PUBG. Aber hier zuerst ein kurzer Einblick in meinen allerersten Run mit Konko Otto in Escape from Tarkov. Viel Spaß. Ich hab keine Munition mehr. Ich mach's nicht besser. Steh auf, du Idiot. Steh auf, renne. Renne. Den stech ich ab. Da läuft er weg. Der Spinner. Da läuft er. Ich stech ihn ab. Bleib stehen, du Assi. Mist, er hat mich erschossen. Wer baut sie viele Fenster ins Bad? Ja, Götter, Götter. Was? Hier bei mir am Fenster, da draußen ist einer. Echt? Ja. Oh. Er war das, war ich das? Der hat eine Granate reingefeuert. Klar weg. Der hat mich abgeknallt, meiner, der hat mich abgeknallt. Mich auch. Ich hab so schön um die Ecke geschielt. Das, was ihr gerade gesehen habt, war ein Ausschnitt aus dem Run mit Olli. Unser erster gemeinsamer Run in PUBG überhaupt. Und während ich mich noch gewundert habe über so viele Fenster im Raum, besonders im Badezimmer, hat Olli draußen jemanden entdeckt, wenn zwei alte Säcke spielen. Jedenfalls. Ja, wisst ihr ja noch gar nicht. Ich bin 48. Damit habe ich Gronkh abgehängt. Ich bin der älteste YouTuber. Gronkh, hä? Ja, Kick. Ich habe eine Frau geschlagen.
Kommen wir zum nächsten Video. Conan Exiles zusammen mit Gonko Otto und am Anfang war auch noch mein Sohn dabei. Wie in diesem Video, als wir uns alle drei ordentlich aufs Maul gehauen haben. Otto ist gleich hinüber. Da, Otto mischt mit, Otto mischt mit. Otto hat sich befurzt. Ich bin auch ein bisschen langsam, ich bin nicht... Wie, gequickt ihr Schwein. Trischen runter, hier unten kriegt er seinen Todesschlag. Hey, du hast einen Halb gehauen, Alter. Auch in Battlefield 5 habe ich mich versucht. Zwar weniger erfolgreich, aber dafür sehr viel Spaß gehabt. Ich mag das Spiel, ich mag die Kommentare dort. Und auch die Atmosphäre ist ziemlich geil, finde ich. Mann, ja, Mann! Mann! Das verreckt. Oh, frisch geschlüpft. So, jetzt holen wir uns Bertha zurück, die fette Kuh. Da hat seine fetten Eier direkt auf seinem Gesicht gehabt. Da hilft doch keine Spritze mehr. Der Mann ist hoffnungslos verloren. Bist nicht im Kampf, Alter. Bist nicht im Kampf. Du nicht so. Das war sehr gute Aktion, BMW, Alter. Kommen wir nun zur Geburtsstunde des Professors, des französischen Professors. Er war damals zwar noch nicht französisch, aber er war schon Professor. Ich, endlich ich. Das ist super, Tommy. Danke, ja. Danke. Ja, gern geschehen, Professor. Gern geschehen. Wieso konnten Sie das tun? Herr Professor, ich frage Sie. Nein, nein, nein. So einfach kann die Analyse nicht stattfinden. Das ist nicht wissenschaftlich genug. Damit kommen wir zur nächsten Geburtsstunde. Und zwar der Geburtsstunde des Studios 96, in der Tommy, der Moderator, sich Gäste einlädt, um über Spiele zu reden, zu diskutieren und zu analysieren. Als Gäste sind auch häufig oder vorwiegend der Professor, der Französische, vertreten und Linda, die thailändische Masseuse. Sie ist momentan noch nicht da, aber ich erwarte sie jeden Moment. Ich bin Linda und komme aus Thailand. Ja, ich kann doch nicht so Linda, ja, Linda. Ja. Linda wieder gut, lieb. Ja, Linda ist wieder gut, ja. Oh, alles gut, alles gut. Ich bin wieder da. Wenn du deutscher Mann und deutscher Pass, ruf mich an, ja. Ich komme vorbei, gib dir mal da. Schöne Massage. Linda, jetzt ist aber mal gut. Lass mal die Zuschauer in Ruhe. Du kannst auch nicht unsere Zuschauer noch behelligen. Wo kommen wir denn da hin? Ich kann nicht mehr. Die Wissenschaft rätselt zwar noch, ob Linda nun männlich oder weiblich oder beides ist. Jedenfalls hat das den Professor nicht davon abgehalten, sich in Linda zu verlieben, hoffnungslos zu verlieben. Oh Mann. Madame, ich brenne für Sie, L'amour. Ich spring gleich aus dem Fenster, Regie. Ich warne euch. Was will ich sehen? L'amour. Okay, das war's jetzt für mich. Jetzt springe ich. Ich springe. Und wie ich springe, werdet ihr göttlich voll. Kommen wir nun zum... Ich bin eine Frau. Ich bin Linda. Linda, na, ich bin eine schöne, hübsche Frau. Linda ist eine Frau, ne? Ja, eine Frau. Mir ist das völlig klar, Linda. Und Professor, ich habe ja nur gesagt, dass die Wissenschaft sich da noch nicht einig ist. Mir ist das klar, dass du eine schöne Frau bist, eine wunderschöne Frau. Wieder zurück zum nächsten Video. Hier versuchte ich mich zweimal als Glücksfee und hatte Spiele im Angebot, die ich verlosen wollte, die ich unbedingt loswerden wollte. Auch leider mit mäßigem Erfolg. Keine Ahnung, lag's an den Spielen, lag's an mir. Gott allein weiß es. Es lag nicht an Gott, es lag an Ihnen, weil Sie eine hoffnungslose Pfeife sind. Ein Fettsack, eine vollgeschissene Meerschaumpfeife. Hallo und willkommen. Heute verlose ich zweimal einen Game Key für Hand. Wenn du das Spiel unbedingt zocken möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal, so dass ich deinen Namen sehen kann und hinterlass einen Kommentar unten, warum du das Spiel gern zocken möchtest. Ich wähle dann aus den Kommentaren diejenigen aus, die mir am besten gefallen haben und zwei davon erhalten dann den entsprechenden Game Key. Näheres werde ich dann nochmal in der Videobeschreibung eintragen. Bis dahin viel Spaß, viel Glück und wir sehen uns. Ciao. Heute wieder, wie versprochen, nach dem letzten Gewinnspiel gibt es wieder ein Gewinnspiel. Ich hätte irgendwie angenommen, ich habe es schon mal für 23 Euro gesehen. Dann hätte ich natürlich gern zweimal den Key verlost. Ist aber irgendwie nicht so.
Was müsst ihr dafür tun? Eigentlich fast nichts, außer einen Kommentar hinterlassen, in dem ihr mir sagt oder schreibt, warum ihr das Spiel gern spielen möchtet. Puh. Ist er weg? Der böse Mann, ist er weg? Ja, Linda, er ist weg. Der Canary Sergeant. Wie konnte der so einfach so in mein Studio kommen? Das verstehe ich nicht. Auf den Schreck brauche ich erstmal was Erfreuliches. Und was kann erfreulicher sein als mein Video, was am meisten geklickt wurde, mit 3500 Klicks? Ich kann es kaum fassen. Nun zum Thema Modern Warfare. Nach allen Kommentaren und Unrufen im Netz habe ich mich natürlich von der Community anstacheln lassen und das Spiel, was ich im Vorverkauf erworben habe, zurückgegeben. Ich habe den Kauf storniert und war im Endeffekt der einzige Blöde, der es nicht spielen konnte. Yo, moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen. Und zwar geht es um Modern Warfare. Ich habe heute meinen Kauf storniert. Diesen Fehler habe ich natürlich schnell eingesehen, also 2 Monate später habe ich mir dann das Spiel geholt und ich habe den Kauf bis heute nicht bereut. Und wenn ich eins gelernt habe aus dieser ganzen Aktion, dann, dass es keinen Zusammenhalt gibt, keine Community. Jeder denkt nur an sich. Wenn mir das Spiel Spaß gemacht hat und es hat es zur Beta, kaufe ich mir das Spiel. Ist mir scheißegal. Moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen. Nun ist es passiert. Ich habe mir das Spiel Modern Warfare doch noch geholt. Will kurz erklären, warum, nachdem ich im vorherigen Video zu Modern Warfare großspurig gesagt habe, dass ich es mir nicht holen werde, höchstens wenn es 30 Euro kostet. Die Sache ist die, ich habe jetzt 20 Euro gespart im Vergleich zu PS4-Spielern, was ich ja auch vorher nicht wusste, dass ihr als PS4-Spieler 10 Euro generell mehr bezahlt als PC-Spieler. Hätte ich allerdings gewusst, dass es ein paar Tage später nach dem Black Friday noch mal 10 Euro günstiger ist, hätte ich die paar Tage noch gewartet und hätte es mir dann für 39 Euro. Und weil es so viel Spaß macht, gab es dann auch gleich direkt den ersten Content mit dem Gunnery Sergeant und seinem dämlichen Rumgeschrei in einer Tour. Im letzten Video, aber ich lasse mich jetzt verwildern, ist mir scheißegal. Hauptsache zocken und Videos machen. Zocken, Sir! Hier wird nicht gezockt, hier wird nicht geschnitten, hier wird gekillt. Für Jesus und unser geliebtes Marine Corps habt ihr Maden das verstanden? Jawohl, Sir! Finden Sie mich komisch, Private Senseless! Treibe ich Ihnen die Lachfalten ins Gesicht! Nein, Sir! Und nun raus hier und rasieren, sonst scheiße ich Ihnen in den Hals! So, da bin ich wieder frisch rasiert und kann da alles ein dummes Maul halten. Wer hat das gesagt? Private... Nun noch ein paar Videos, die mir besonders am Herz liegen, weil ich sie mit meinem Sohn aufgenommen hatte. Das eine war Red Dead Redemption 2. Was wir jetzt aktuell spielen als Let's Play zusammen, Vater und Sohn. Und das andere, das ist schon eine Weile her, da haben wir noch zusammen Fortnite gespielt. Das war One-Shot und da haben wir einen epischen Sieg zusammengeholt. Vater und Sohn, was kann es Schöneres geben? Und ich habe heute früh eine richtig dicke Wurst gemacht. Oh, also auch dahinter gehen. Diesmal gebe ich ihn Headshot. Lass es! Ich sag, alles jetzt. Quatsch. Doch, da stand gerade plündern. Echt? Leg den erstmal hin. Jo, wie viel Ausdauer. Halt, halt, halt! Guck mal, wie viel. Neues. Warum kann ich nicht speichern, Alter? Weh, herzlich willkommen! Hallo. Rennt er über den Dach rum. So. Wo? An welchen? Ja, ja. Du hast die Sniper. Wollen die ganz krass schaffen. Ja. Was? Was? Tilted! Ja? Ja. Nicht pleasant. Tilted. Tilted. Oder pleasant? Pleasant. Nee, tilted. Salty? Salty? Tilted.
verteilt. Okay. Der am Luftballon hing, ich hab ihn. Cool. Wo ist der andere? Da ist da unten. Am Haus da hinten. Ich nehm Jump-Pad. Oh, ich sehe den. Ich hab Jump-Pad genommen. Jetzt mach ich Hinterhalt. Digga. Okay. Ich mir aufs Gebäude hier drauf. Das unten, jetzt springt er mal hoch. Ich hab ihn. Geil! Ja! Yeah! Ich hab 5 Kills zu 4, Alter. Geil. Geile Runde. Schönes Ding, mein Sohn. Bin stolz ich auf dich. Hab dich so. Ja, in dem Fortnite-Video hat er mein Sohn noch seine kleine, zarte Kinderstimme. Die Zeiten sind vorbei. Er ist jetzt im Stimmbruch, was ja auch okay ist. Auf und daher finde ich es so schön, dass ich das Video noch hab, auf was ich mir immer wieder anschauen kann. Ansonsten gab es noch jede Menge Hunt Showdown, eines meiner Lieblingsspiele im Jahr 2019, eigentlich schon davor. Es ist einfach so faszinierend, so mitreißend, man muss es gespielt haben, um es zu beurteilen. Manche mögen es nicht, ich liebe es einfach. Von daher gab es 2019 jede Menge Hunt Showdown. Verwette ich Ollis Eier. Was, bist du seine Unschuld in der U-Bahn verloren? Das gibt's auch. Hier ist der Hund verreckt. Mann, Alter! Manu, mach was! Was? Geschossen! Oh ja! Oh, Scheiße, ich hab eine Kugel im Arsch! Ich versteck mich auf dem Scheißhaus! Ich bleib auf dem Klo, Junge! Dieser Waschlappenverein! Wie die 7 Zwerge kommen wir mit unseren Lampen aus dem Bergwerk gekrochen! Ich hab eine verpasst. Nein, nicht eine Spritze. Nein! Ich habe eine Spritze verpasst. Treppen hochgehen kann schon zur echten Herausforderung werden. Ein ordentlicher Bauer hat immer ein Medipack in der Hand, im Haus. Moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Hand Showdown Video. Diesmal geht es um Hacker, Cheater, um Arschlöcher, die uns den Spaß am Spiel verderben wollen. Zum 99,9% sicher, dass diese Typen mich über den Tisch ziehen wollten. So. Und nun schauen wir uns den ersten Fall an. Damit sind wir auch am Ende angekommen. All jenen, die durchgehalten haben, die das Video von Anfang bis zum Ende geguckt haben, sozusagen mit mir das erste Jahr YouTube gefeiert haben, euch danke ich von ganzem Herzen. Ansonsten wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Auch Linda sagt Ciao. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr.